Hallo meine Freunde, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Heute geht es um das Knife Giveaway, das ja schon jetzt ein paar Wochen läuft. Also, ich habe mir auf jeden Fall hier eine Liste erstellt mit all den Leuten, die dran teilnehmen. Tun wir hier drunter so. Habe vielleicht noch Halsschmerzen, deswegen bin ich nicht so laut. Aber das werde ich dann schon richtig hinpegeln, hoffentlich. Ist es jetzt komplett drauf? Ja, das müsste komplett drauf sein. Okay, dann nehmen wir es hier hin. Mir wurde auf jeden Fall so ein Link geschickt. Das war schon ziemlich am Anfang von dem Giveaway. Mit dem werde ich dann per Zufall entscheiden, wer von euch das Messer bekommt. Also, Scheiße, jetzt ist weg. Geht bis 35 Leute. Ja, was gibt noch großartig zu sagen? Irgendwas, um das Video noch zu zögern? Mir würde... Ach Gott. Was ist denn das jetzt für eine Scheiße? Da muss ich leider kurz einen Cut machen. Entschuldigung, Leute. Gut, meine Freunde, da sind wir wieder. Fangen wir direkt mal an. Okay, wo ist die Liste denn? Ah. Nummer 5 ist Boss Player. Herzlichen Glückwunsch. Die URL werde ich dann einfach von den Kommentaren raussuchen. Jetzt sag. Ich werde dann einfach. Wie mache ich das dann? Ich werde dann einfach einen kurzen Ausschnitt, dass ich das auch wirklich abgesendet habe. Nicht, dass es dann heißt, ja, hier, bla bla, der hat nur verarscht oder sowas. Ich möchte ein loyaler YouTuber sein. Ich möchte ehrlich sein, ja. Naja, auf jeden Fall viel herzlichen Glückwunsch und viel Spaß mit diesem wunderschönen Live. Ich hatte es auf jeden Fall mit ein paar Aufnahmen da. Auf jeden Fall, ja. Ich werde jetzt einfach das Video dann direkt, den kurzen Ausschnitt direkt jetzt dranhängen. Und ja. Dann sehen wir gleich nochmal und dann werden wir wahrscheinlich verabschieden. Bis gleich. So Leute, da sind wir wieder. Hier in der schnellen Beweisvideo. Der Boss ist da. Ist ein ganz schön eingebildeter Typ, der mein Messer wirklich verdient hat. Naja, gewonnen ist gewonnen. Viel Spaß damit. Hier. Ja gut, das weiß ich ja. Das war ja von Anfang an klar. Oh, E-Mail-Adresse. Das werde ich noch ganz schnell machen. Uno Momento. Habe ich ja. Zack, zack. Handelsangebot absenden. So, wenn ich jetzt. Hey. F5. Da haben wir es. Gut. Ach ja, und hier seht ihr auch noch, ich habe ein paar Leuten, die in den Kommentaren geschrieben haben, andere Gegenstände geschickt. Eins wurde sogar schon angenommen. Ja. 9 Stück. Mehr konnte ich leider nicht finden von Leuten, die irgendwas reingeschrieben haben, was sie speziell möchten. Ich werde jetzt einfach nicht zufällig irgendwas verschenken und dann braucht man das am Ende gar nicht. Ein oder zwei, glaube ich, waren sogar da. Mit denen konnte ich nicht mal handeln.
Weil er die Handelseinschränkungen auf privat oder nur Freunde hatten, ich weiß es nicht. Vielleicht würde der das nachher noch ändern und mir in den Kommentaren dann schreiben. Dann kann ich das dann noch nachholen. Und gut. Viel Spaß auf jeden Fall mit dem Messer. Machen wir. Er hat 7 Tage Zeit, das anzunehmen. Wenn das bis dahin nicht annimmt, dann. Dann würde ich sagen, machen wir ein neues GVW, oder? Hört sich gut an, ja. Gut. Auf jeden Fall, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Schaltet auch beim nächsten Video ein. Lasst eine Bewertung da, das wäre auf jeden Fall schön. Ja, gut. Ciao, Leute.